Einmal bitte anders positionieren. Oh, das finde ich so lieb, dass ihr da hinten stehen bleibt und nicht alle gleichzeitig angreift. Wow, ich krieg hier ganz schön auf die Schnauze. Alter, okay. Notiz an mich, nicht mehr Wurfspeertruppen alleine hinschicken. Weil jetzt habe ich doch übelst einbüßen müssen. So, da sind noch 9. Sie sind immer noch ermutigt, das ist gut. So, und hier sind 7. Es ist noch überdurchschnittlich, aber ich wollte das vorher hier hinten ja sowieso abreißen. Deswegen kommt das mal weg. So, dann nochmal für Dvenus. Vielleicht so ein Arzt wäre auch nicht verkehrt. Bei der Gelegenheit schon mal ein Barbier. Und die nächste Tongrube überflutet. Das heißt, die nächste ist schon wieder die gleiche. Aber ich habe so viel Ton. Ich würde sagen, ich lasse die jetzt einfach mal weg. Fände ich jetzt zumindest erst einmal nicht verkehrt. So, aber. Ich sollte vielleicht die Mauer hier mal ein bisschen verstärken. Und pleite. Hui! Ich habe mal wieder nicht aufs Geld geguckt. Egal. Wir kriegen das schon wieder hin mit unseren Exporten, hoffe ich. Was ist denn hier los? Keine Bildungsmöglichkeit. Ja, das glaube ich ja jetzt mal gar nicht. Aber gut, dann stellen wir hier halt eine Bibliothek hin. Was ist hier das Problem? Öl. Ja, stimmt. Wir wollten ja noch Öl importieren, theoretisch. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir wieder ein bisschen auf den Füßen landen. Was so das Monetäre angeht. Na okay, jetzt wollte ich schon wieder erst die Mauer eindicken, aber das macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich denn das durchziehen würde, was ich gerade plante. Na guck mal einer an. Was ist denn da passiert? Ich befürchte fast, wir müssen hier hinten die Siedlung nochmal ein bisschen erweitern, was aber glaube ich gar nicht so schlimm ist strategisch. Dann können wir nämlich hier auch mal einige Türmchen dran bauen. So, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass der Rubel wieder ein bisschen rollt bei uns. Oh, echt jetzt? Mann, ärgerlich. Wenn hier noch ein bisschen mehr fruchtbarer Boden wäre, hätte ich da wunderbar noch eine Farm hinklatschen können. So, Hauptsache, hier kommen jetzt bald mal ein paar weitere Siedler hin. Damit wir hier hinten, ja, so langsam die das zweite Lagerhaus ist jetzt auch in Betrieb. Sehr schön. Hier kommt gerade eine Welle an neuen Immigranten. Sehr schön. Ach, da fehlt noch der Bibliothekszugang, aber der wird auch kommen. Mit Sicherheit irgendwann eines schönen Tages. Nicht ausreichend Unterhaltung, das kann ja mal gar nicht sein. Wir könnten mal die Künstlerkolonie hier rüberlegen.
Warte mal ganz kurz. Wasser. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt doch perfekt. 2, 3, 5. Ach, Moment, ich hätte das ja, ich hätte den ja in diese Reihe machen müssen. Och, mein Gott, eine Töpferei ist eingestürzt. So, dann machen wir jetzt mal hier ein paar Häuschen hin. Dann sollte das auch, denke ich mal, klappen hier mit unserer kleinen Geschirrproduktion hier hinten. Dass die auch mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und zwei weitere eingestürzt. Ja, ein Träumchen. So, dann machen wir hier auch noch eine Möbelwerkstatt hin. Und hier hinten passt dann prima ein Sägewerk hin. Und da kommen auch wieder die Präfektur mal da hinten hin und den Ingenieursposten auch. Dann bekommen wir nämlich hier noch eine Möbelwerkstatt hin. Leute sind unruhig, verdammt. Und ich war jetzt mal wieder ein bisschen zu übereifrig und habe zu schnell dahin geklickt. So, unterdurchschnittlich das Kolosseum. Da muss noch nachgehakt werden. Oh, die Akademie, da muss ich auch mal ganz dringend nachhaken. Was ist hier das Problem? Ach, das Badehaus ist hier nur das Problem. Das bekäme man doch vielleicht sogar oder auch nicht geregelt. Schade. Warte mal, bis wohin reicht denn die Wasserversorgung? Wir könnten tatsächlich hier eins hinmachen. Ich lasse es. Ich mache es erstmal dahin. Wir könnten auch mal auf die Wertung schauen, wie es so aussieht. Okay, Frieden. Ja gut, steigt langsam. Gunst, da muss mal wieder ein bisschen was kommen. Wir haben ja, denke ich, genug. Kultur, wir brauchen mehr aktive Schulen auf jeden Fall und Theater. So, wir könnten ja auch mal hier hinten durchaus eine Schule hinmachen. What now? Leute sind unruhig. Die niedrigen Löhne sind ein Problem. Ach so, dann sag das doch. Gut, 1, 2, 3, 4. Hauen wir mal einen raus. Gott sei Dank machen wir sehr viel mittels Export. Was ist denn hier das Problem? Ach, da fehlen Angestellte, okay. Ja, und hier ist noch Platz für 44 Leute. Hm, merkt ihr selber, ne? Ja, guck, jetzt läuft doch da hinten mal die Produktion vernünftig an, sehr gut. So, machen wir es da mal ein bisschen schicker. So, ich hoffe, jetzt kommen auch mal neue Immigranten. Bisher noch nicht. Gönnen wir uns hier nochmal zwei Türmchen. Komm, wisst ihr was? Ich topp jetzt mal rum. Ich zahle jetzt mal mehr Löhne. Alter, 263. 181 Angestellte fehlen ja, meine Fresse. Kein Wunder, dass es nirgendwo läuft. Also, was ist nirgendwo, ne? Ich meine, gut, 9 von 20. Hm. Klar, dass dann so Sachen wie Bildung und Gesundheit auf der Strecke bleiben, wenn es keine Angestellten gibt, die da malochen wollen. Was ist jetzt bei dir das Problem? Warum bringst du das nicht hier rein? Ach, wahrscheinlich, weil irgendwo anders schon irgendwer auf dem Weg ist oder weil du gerade noch auf dem Rückweg von woanders bist. Da ist wieder Unterhaltung ein Problem, hier ist Öl ein Problem.
Gut, aber ich denke, wir können so langsam aber sicher mal mit dem Import von Öl beginnen. Dass wir da ein bisschen mehr Wohlstand rausbekommen. So, da kommen sie. Unsere neuen Angestellten. Way! Was war nochmal das Ziel? 5000? Nee, 6000, okay. Na, Theater ist noch so ein Problem. Machen wir da hinten eins und machen wir mal hier ein Amphitheater. Da ein... Warte mal ganz kurz. Nee, wir müssen das Badehaus dahin machen. Sonst wird das nichts. Aber bisher sieht doch hier die Versorgung eigentlich recht solide aus. Wenn wir jetzt noch hier ein bisschen die Möbelproduktion in Gang kriegen. Okay, scheitert dann nicht an den Angestellten. Dann würde ich sagen, brauchen wir einfach tatsächlich noch ein weiteres Sägewerk hier hinten. Dann sollte das auch klappen. Gibt es eigentlich keine Armee, die zu uns unterwegs ist? Ich meine, ich will es jetzt nicht beschwören, aber... Boah, anscheinend nicht. Sehr gut. Das heißt, wir haben erst einmal Ruhe. Können wir aber noch ein drittes Fort mit Legionären machen? Oder wisst ihr was, wir machen erstmal noch ein weiteres Fort mit Wurfspeertruppen. So, und wir könnten uns ja auch mal überlegen, ob wir nicht das Hippodrom hier hinten hin machen. Aber nicht bei dem Kontostand. Da, nee. Nicht, dass wir uns da jetzt verzocken. Oha, hier fehlen Angestellte beim Lagerhaus, deswegen geht hier der Ton nicht weg. Wisst ihr was, wir machen mal eine Tongrube weg. Ich glaube, mit der Überproduktion von hier hinten... Obwohl, nee, warte mal, da haben wir ja schon eine weg. Oh. Gut, aber hier hinten haben wir zumindest noch gut Geschirr. Was ist denn hier das Problem? Für solche Leute ist kein Platz in der Stadt. Ja, für was für Leute denn? Alle Angestellten, die benötigt und die Tongewinnung arbeitet auf vollen Hochton. Aha. Was auch immer die uns damit sagen wollen. So, warte mal, da rennen sie schon unverrichteter Dinge weg. Deswegen würde ich mal sagen, kommt da hinten nochmal ein Silo hin. Ach, da wollte ich ja eigentlich perspektivisch das Hippodrom. Aber na gut, es ist jetzt halt so. Gehen wir schon hin. Ach Gottchen, jetzt bringt ihr hier schon... Wartet mal, was verkaufen wir nochmal? Weizen verkaufen wir. Alles klar, dann Gemüse bitte nicht annehmen und Fleisch auch nicht. Und ihr auch kein Gemüse und kein Fleisch. Mein Gott, sind unsere Silos jetzt so voll mit Futter? Unglaublich. Ich meine, ist schön, ne? Ist besser als eine Hungersnot, aber wundert mich gerade, ehrlich gesagt. Na komm, dann hauen wir hier nochmal ein paar. Ach, jetzt verbrauchen wir auf einmal mehr Nahrungsmittel, als wir erzeugen, ist klar. Hätte ich jetzt auch behauptet. Gut, aber selbst wenn, dann bauen wir hier noch einige Farmen. Okay, wir bauen jetzt erstmal keine Farmen. Aber ich verstehe gar nicht, warum die hier festhängen. Für solche Leute ist kein Platz in der Stadt. Was auch immer das heißen soll. Ach, guck an, wir sind noch gar nicht fertig hier mit unseren Trüppchen. Habe ich ja nicht gesehen. Oh, guck an, hier wurde Öl hingeliefert. Nice, nice, nice.